So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ja, wir waren gerade dabei, die Uni zu bauen und ta-da-da-da, unser imposantes neues Uni-Gebäude ist fertig. Guckt es euch an. Schon ein bisschen dekadent, oder? 1949 bis 53, was auch immer da war. Mokbok. Bokbok, Anomokok. Ja. Auf jeden Fall. Eieieiei. Okay, vielleicht ein bisschen viele Professoren drin. Die beschränken das mal. Auch mit den Mitarbeitern so auf 10. Und da können wir separat forschen. Aber man kann pro Gebäude forschen. Oh. Dann erforschen wir stabile Plattenbauteile hier und sagen 10 Forscher. Ah, dann können oben keine Professoren. Okay, also das ist trotzdem getrennt, nicht? 5, 5. Aber ich kann hier 15 reingeben und dann kann ich hier unten auch 15 reingeben. Alles klar. Und unsere Medizinuniversität ist auch fertig. Haben wir auch. Hier können wir 15 reingeben. Sehr gut. Und dann können wir hier den Forschungsbaum mal für Medizin angucken, kurz. Es gibt Virologie. Führt zu Impfmitteln und Impfung der Einwohner. Erste-Hilfe-Kampagne. Vorbeugung von Herz- und Schlaginfarkten. Ja, das haben wir immer. 7-mal. Und das geht richtig auf die Stimmung und die Gesundheit. Vitamine. Widerstandsfähiger. Geburtenrate erhöhen. Geburtenrate verringern. Das finde ich okay. Alkoholstandards. Negativen Auswirkungen von Alkohol werden verringert. Oh, das finde ich gut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich eine Medizinuniversität baue. Dann würde ich sagen, Tiefmedizin erstmal erforschen. 1300 Arbeitstage. Professoren 12. 12. Bin ich okay. So, dann haben die alle einen Job. Hier forschen wir die Luftfilter. Hier forschen wir die Plattenbauteile. Und hier forschen wir die Präventivmedizin. Sehr gut. Dann ist das schon mal gegessen. Aber ja, da hinten auf jeden Fall die Uni. Sehr dekadent, würde ich sagen. Prangert sie über die Stadt. Das ist ein bisschen zu groß. Also das hier würde ich nicht nochmal bauen, diese technische Universität. Die ein bisschen kleiner skaliert, fände ich gar nicht so schlecht. Andererseits, vielleicht sieht die in echt wirklich so protzig aus. Wer weiß das schon? Es ist so die einzige Sache, wir müssen hier wahrscheinlich mehr Arbeiter hinbringen. Mit diesem einen kleinen Bus, den ich hier habe. Nicht? Der transportiert aktuell alle Professoren, die hier stehen, nach da vorne. So, vielleicht müssen wir da eine bessere Linie einführen und mal ein paar Sachen kaufen. Ein paar Busse. Weil wir haben ja echt viele Professoren jetzt. Und ein Bus ist halt echt wenig. Entweder den hier, 11 Passagiere. Oder vielleicht den hier, 32. Wäre so ein Schulding, nicht? Dann kommen mal die 130 Kilometer hier unten ins Vogtland-Sandöko. Hier gibt es nur Erdbebengebiete, weil wir gerade diskutiert haben, ob ich Erdbeben in diesem Spiel anmachen werde. Und die Antwort war nämlich nein. Wenn hier nicht jede Woche die Hütte wackelt, machen wir uns schon Sorgen. Und wir legen auch mal eine 4,9 hin. Selten, aber die letzten Jahre wird das immer mehr. Schwarmbeben. Tja, Don Öko wird also heute Nacht in die Luft gehen. Nein, hoffen wir mal nicht, dass sowas passiert. Ich würde auch sagen, wir brauchen noch einen Bus, der für die Schüler ist. Und dann würde ich sagen, kaufen wir hier zwei von denen,
Und das wären die Professoren-Dinger. Genau. Aber Erdbeben, ich finde, das ist halt ein Feature, was ich nicht brauche. Von daher lasse ich es halt aus. Genau wie mit Wärme und Schnee. Ist mir noch nicht ausgegoren genug. Deswegen mag ich es jetzt nicht so und deswegen lasse ich es dann lieber erstmal aus. Vielleicht irgendwann werden wir auch eine Karte mit Schnee spielen. Wer weiß das schon so genau. Oh, da sind die neuen Busse. Du kriegst diese Route zugewiesen. Dann haben wir damit 4 auf der Route. Die benötigte Zeit von 394 Sekunden pro Lauf wird verringert. Und der Abstand von 732 Metern hoffentlich auch. Und ihr werdet auf dieser Route eingesetzt. Und dafür der Bus, du transportierst gerade nichts, kommt hier hin. Und du transportierst gerade noch was, du kommst dann aber auch weg. Wir stumpfen da langsam ab, während die Touristen hier rumrennen und Panik schieben, weil die Schränke klappern. Also, was wir noch so mitbekommen, wie letzten Donnerstag. Okay. Also, ich könnte mir das nicht so schön vorstellen. Aber, da hatte ich ja gesagt, wenn das Spiel Möglichkeiten bieten würde, dass man... dass man die Sachen halt, ja, negieren kann oder könnte, dann würde ich es auch anschalten. Aber dadurch, dass es einfach nur ein nerviges Feature ist mit Gebäude, die kaputt... Menschen sterben. Brauche ich halt das Feature nicht wirklich. Ich meine, dann geht dir durch Zufall diese Stadt hier tot, weil 600 Leute sterben, die Nahrung bricht zusammen, dann sterben nochmal 600, dann ist der Spielstand pleite, weil kein Geld mehr reinkommt. Nee, mach, das sehe ich nicht, da sehe ich mich einfach nicht. Da gibt es genug andere Streamer und Let's Player, die das bestimmt machen. Und dann kann man da sich das holen, aber für mich ist das einfach nicht meine Vorgehensweise, die ich gut finde. So, mehr Fahrzeuge benötigt. Du beförderst gerade 7. Und dann würde ich nämlich auf die Linie die neuen Busse hier packen. Zang, zang, dann sagen wir Linienabstand. Und sobald er ist, kommt er zurück ins Depot und wird von der Linie entfernt. Dann fahren nämlich die anderen beiden und er kommt raus aus dem Spiel. Mal gucken, wofür wir ihn einsetzen können. 0 Arbeiter. Okay. Aber ja, in echt würde ich nicht gerne in einem Erdbebengebiet wohnen. Muss ich gestehen. Genauso eine Tsunami-Hazard-Zone oder sowas geht mir immer richtig... Also ich habe teilweise echt Albträume von sowas. Tsunami ist echt übel. Ah, und hier wussten wir nicht, wie wir an die Straße kommen. Ja, dann machen wir den nochmal neu, den Weg. Und bauen. Ah, hier gibt es keinen Anschluss. Ah, du hast nur über die Straße, ja. Dann brauchen wir auch hier jetzt einen Weg. Oh, hier ist anscheinend wieder ein Puppelchen. Jawohl. Man merkt das schon, nicht? Mit ein bisschen Erfahrung, warum man dann irgendwas nicht irgendwo anbauen kann. Zack. Und dann kriegen die auch ordentliche Wege hier hinten. Und schade, dass man halt hier nichts reinsetzen kann in den Innenhof. Das wäre halt cool. Wenn man hier so einen Brunnen oder sowas halt platzieren könnte, dann würde es das Ganze auch nochmal ordentlich aufwerten. Vielleicht kann man, wenn wir Glück haben, die... Wo sind sie?
alles. Wir müssen auf. Auf Monument. Und dann Seite 2. Da. Die könnte man setzen. Okay. Dann machen wir die halt hier hin. Erstmal gucken. Wege konnten wir hier keine weiteren setzen. Nicht? Die hatten nur nach da. Das heißt, hier können wir auch keine Wege machen oder irgendwas. Gut. Dann ist das auf jeden Fall erstmal so. Machen wir einen Runden. Und hier voreckige. Immer nasse Füße, und wenn man früh vor die Tür geht, steht das Haus plötzlich neben den neuen Nachbarn. Das wäre auch nicht meins. Das wäre noch das Positive, wenn du aufwachst. Aber so im Schlaf und dann vielleicht ertrinken, ohne zu wissen, was gerade passiert ist. Boah. Gibt ja diese eine Aufnahme von der Familie, die da am Wasser ist. Oder nicht ganz am Wasser. Und dann hörst du ihnen immer sagen, guck mal, was ist denn das da? Was ist denn das da? Und dann realisieren sie, was das ist, und dann rennen sie da die ganze Zeit irgendwo hin. Boah, Alter, das ist so richtig Horrorfilm. Und das ist echt, das ist das Schlimme dabei. Das Gebäude ist irgendwie schief. Ja, bis hierhin hat es funktioniert, aber... Ja, die Flügel sind unterschiedlich lang. Können wir hier einfach auf Bäume und sowas setzen? Das wäre auch noch ganz praktisch, glaube ich. Können wir hier so Palmen oder so hinkriegen? Nee, das geht nicht. Forschung abgeschlossen. Die medizinische Forschung. Wow. Okay, dann Vorbeugen von Herzinfarkt werden wir erforschen. 1500 Arbeitstage. 12 Forschende ist halt echt viel. Und jetzt gucken wir mal, was unsere Statistik von unseren Studierenden sagt. Oh, wir hatten echt einen Einbruch. Hier eine Zeit lang. Aber jetzt geht's wieder hoch. Ja, gut, dass wir die anderen Uni-Gebäude gebaut haben. Und jetzt haben wir auch mehr Wohnraum für Uni-Leute. Sehr gut. Wasser haben sie, Abwasser haben sie und Strom haben sie. Das hatten wir ja alles hier gebaut. Wunderbar. Und eine Bushaltestelle haben sie auch, falls sie irgendwo hinwollen. Schicki, schicki. Ja, unser großes Autobahnbauprojekt ist zumindest vorgesehen. Infrastrukturerweiterung, Schienenlegung. Aber wir müssen auch in die Richtung mit den Schienen. Und nach da hinten. Das wird halt ganz spannend. Und den Zug wollten wir da bauen. Wir machen aber gerade, jetzt machen wir wieder plus 60.000, 50.000. Aber wir wollten vorher noch das Öl und den Bitumen, glaube ich, wollten wir noch exportieren. Da können wir also auch noch mal ein bisschen investieren. Aber ohne Investitionen kommen wir nicht weiter. Deswegen würde ich hier noch einen für Öl und für Bitumen, nehmen wir den hier. 1, 2, 3, 4, 5. Solange wir den nicht brauchen, können wir nämlich weghauen. So, da ist der Öltanker. Und wir können mal auf die Statistik gucken. Ah, ich wollte das Fenster ziehen. Dass das nicht geht, ist ein bisschen blöd. Was sagt er denn hier zum Treibstoff über alle Jahre? Steigt.
Jetzt haben wir natürlich das Glück, dass wenn der Ölpreis und der Treibstoffpreis hoch ist, dass wir doppelt Gewinn machen. Wir müssen nur die anderen Autos jetzt auch den Treibstoff intern holen lassen. Das wird also unsere nächste Aufgabe. Aber was ist auch noch eine Aufgabe von uns? Ein Schluck trinken. Prost! Was ich übrigens auch immer ganz schlimm finde, sind so, ey, wir haben ein Aufbauspiel und das erste, was rauskommt, ist ein Katastrophen-DLC. Das ist immer eine Sache, die ich auslasse. Also das ist etwas, wo ich auch kein Geld rein investiere. Aber das ist leider sehr oft, wie hieß dieses Spiel? Oh shit. War auch so ein Städteaufbau und das erste DLC, was rauskam, war Krieg irgendwas. Und dann dachte ich mir auch so, naja, das muss doch nicht sein. Warum ist der nicht rot? Ich dachte, den hatten wir in Rot. Okay. Dann fahren auf der Route 4. Das ist echt nicht viel. Und auf die Bitumenroute kommen jetzt 5. Weil die ein bisschen länger ist. Wir warten, bis Bitumen voll ist. Und wir wollen Bitumen warten, bis leer. Und wir können schon mal starten sagen. Kopieren die Route auf die anderen. Und der Abstand hier ist egal, ob die hintereinander fahren. Forschung abgeschlossen. Also jetzt geht das ratzifatzi mit dem Forschen. Dann würde ich jetzt hier mal... ja, Forststudie machen. Und die machen immer noch Luftfilter. Command & Conquer? Anno? Nee, nee. Das war so ein Pixel-Aufbauspiel. Urbex City Builder war das. Jetzt habe ich's. Oh, eine Palme hat sich geschafft, hier hinzubauen. Ins Haus. Civilization? Da hat mir das sogar gefallen, dieses Dreadnought-Add-on damals. Was die konsequente Weiterführung war am Ende. Mit den Forschungen und Technologien. Aber irgendwie beim Cozy City Builder, das wäre wie wenn Dorfromantik auf einmal ein Shooting Kill Add-on rausbringen würde. Das passt halt einfach vorne und hinten nicht. So, und jetzt ist hier natürlich voll. Ich meine, wir haben das Geld ja. Wir könnten auch jetzt einfach sagen, hey, komm, wir bauen das. Und dann ist gut. Und ich lasse die erst bauen, damit ich hier Treibstoff und Bitumen zuweisen kann. Wobei in den Rohren hier eh nur das eine fließen dürfte. Ja. Bis dann, normaler Mensch. Schlaf schön. Ja, und den Bus hier, den... Okay, Gelenkbus, ist alles okay mit dir? Chill. Wow. So, und dann müssen wir jetzt aber noch mehr Geld durch Bitumen auch reinkriegen. Wir exportieren inzwischen für 282.000. Das Einzige, was wir importieren, sind noch die Sachen. Aber wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben nur 1% Arbeitslose. Das heißt, hier hinten muss unbedingt ein neues Viertel entstehen, aber ich weiß halt nicht, wie die Autobahn werden wird. So. Das heißt, wir müssen erst Autobahn planen und für die müssen wir die Kohle planen. Ich glaube auch, Kohle ist eins der wichtigeren nächsten Steps. Wobei, warte mal, wenn wir da die Kohle bauen, hier wollen wir ja die Leute, die... auch hier hinten hinkommt, theoretisch. Hier könnte man noch irgendwas hinzimmern.
Aber hier soll eher so Regierungsgebäude und sowas hin. Die hatten über eine Schule gemeckert, nicht wahr? Ah, die sollte hier hin mit die Schule. Vielleicht gegenüber vom Krankenhaus. Oh mein Gott, ich wusste, ich kenne dein Gesicht von irgendwoher. Du hast damals Dorfromantik gestreamt bis tief in die Nacht und man wurde immer zu dir geschickt, wo das noch angesagt war. Kann passiert sein. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Dorfromantik habe ich nie aktiv gestreamt, weil ich zu der Zeit nicht gestreamt hatte. Vielleicht einmal oder zweimal, aber... eher, also bei Dorfromantik eher weniger. Oh. Was habe ich hier gerade weggerissen? Ich weiß es nicht. Ich will, dass die Straße hier so läuft und im gleichen Abstand dann eigentlich hier läuft, aber dann kommen wir da oben nicht dran. Aber so würde mir das ein bisschen besser gefallen. Können wir da auch einen Laufweg? Ja, auch hier müssen ja auch die Menschen rüberkommen. Ja, das würde gehen. Das wäre nämlich wichtig. Sonst haben wir da nämlich ein Problem. Wir könnten auch mit Übergängen mal arbeiten. Die haben wir ja noch gar nicht oder so eingesetzt. Es gibt nämlich auch coole Über- und Untergänge für... Untergänge? Unterführungen für, ja, nicht Personal, sondern für... Menschen hier. Ich baue die halt viel zu selten. Aber irgendwie ergibt sich das bei mir auch immer selten, so wie ich die Städte plane. Ja, dann können wir das hier auch schon mal... verbessern. Zack. Und die Forschung ist abgeschlossen. Das geht ja ratzfatz jetzt. Und die Forschung ist abgeschlossen. Okay, dann gegen Schlaganfall. Und ihr erforscht jetzt Pflanzrichtlinien. Und ihr seid immer noch dabei, den Dings. Okay, also ich finde, die Forschung geht viel zu schnell mit einer großen Uni. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier keine Arbeitskräfte drin habe. Ja. Nur von 5 Arbeitern. Läuft leer. Das ist halt der Nachteil, da kommen 2 Arbeiter nur. Wenn hier zu wenig Arbeiter sind und man alle von einer zentralen Stelle wegholt, dann kriegt man teilweise Probleme. Ich habe schon lange überlegt, wo ich dich schon mal gesehen habe, bevor ich wegen Work and Resources bei dir hängen geblieben bin. Hm, na gut, ich streame ja seit 2017, 18. Von daher ist es schon möglich, dass ich das ein oder andere Mal bei irgendwelchen Aufbauspielen über den Weg gelaufen bin. Ich habe sie ja eigentlich alle mitgenommen. Oder auch Survival-Spiele. Ich will mir zum Beispiel Bellwright noch angucken, Asaka und Co. Alles nicht geschafft. Soulmas zum Beispiel auch. Ja, ich weiß gerade gar nicht so richtig. 105.000 Gewinn gemacht letzten Monat. Ich finde es am wichtigsten, wenn wir hier irgendwie Treibstoff hinkriegen in die Stadt. Wenn die hier wirklich rauskommen, dann könnte hier Treibstoff hin. Die kommt von hier. Aber von hier würden die kommen und dann würden sie hier rausfahren. Wäre hier hinten der Treibstoff. Das ist schon echt weit weg. Wobei, wenn ich
mal gucke, von hier nach da ist genauso weit wie von hier nach da. Von hier nach da ist ein bisschen weiter als von hier nach da. Ich meine, aber die fahren ja eh im Kreis. Dann starten die den Kreis hier und fahren die Tankstelle an, dann die und dann die anderen beiden. Ob die nun da starten und hier rumfahren oder hier starten und dann rumfahren, das war ja egal. Und hier hätten wir zwei Autobahnen zur Not. Aber wenn die hier abfahren... Dann bräuchten wir hier auch eine... Das klappt nicht. Wenn das hier nicht wieder runter geht, nicht wahr? Hm, weil an eine Brücke können wir nicht ran. Das heißt, hier kann man... Nee, warte mal. Die fahren rechts ab. Und die fahren hier auf. Okay, also die können abfahren und die können auffahren. Die können aber nicht abfahren. Das heißt, wenn die abfahren wollten... Dann müssten wir nicht den Parallelmodus bauen, richtig. Und vielleicht hier an irgendeine Straße ran. Und wenn die hier auffahren wollen, dann müssten wir irgendwie hier ran. Ist da wieder so ein Dotspunkt? Nö. Warum willst du da nicht ran? Weil der Winkel falsch ist, okay. Auf der Höhe. So vielleicht. Forschung abgeschlossen. Okay, das geht echt rasant. So macht das mehr Sinn. Pflanzrichtlinien. So, was haben wir noch? Stahlseile, Bauxit, Solarkraftwerke fände ich gar nicht schlecht. Die erforschen wir jetzt. Du hast einen bösen Zwilling. Den habe ich immer. Ich bin mein eigener böser Zwilling. Die müssten auch gleich fertig sein. Ne, 47 erst. Bin gerade ein bisschen überfordert. Aber zwei schon wieder ohne eigene Wohnung. Dann bauen wir jetzt das für die hier mal fertig. Ich glaube, das ist mit das Wichtige jetzt. So. Dann sind die Straßen auch fertig. Und bei den Lücken hier soll noch ein schöner Platz hinkommen. Als Erweiterung von dem. Ja, ich weiß nicht, hier hinten ist halt so... Da können wir so Servicegebäude vielleicht hinmachen. Noch ein Waisenhaus. Ein Gebäude brennt. Oh oh. Das wird spannend. Aber hier müssten genug Feuerwehrleute drin sein. Ich hoffe nicht, dass heute wieder die genau Feierabend haben, wenn sie löschen sollen. Zack. Ne, hat geklappt. Sehr gut. Werksfeuerwehr funktioniert. Und das mit den beiden Bussen funktioniert auch sehr gut. Ja, und wir brauchen noch Baubüros. Aber ich bin so unentschlossen, wo ich die Sachen alles hinsetze. Man merkt es richtig, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Eigentlich müsste ich die Kohle hier planen, damit ich weiß, wie die Straße geht, damit ich weiß, wie das hier aussehen soll. Dann müssten wir eher die Schienen mal machen, damit ich weiß, wo geht das lang und so. Betongleise. So, warte mal. Also, die beiden sollen ja irgendwie hier hin. Das würde nicht gehen, weil, warum... Ach so, weil da ein Fußgängerweg ist. Und da kommt der nicht rüber, oder was? Okay, warte. Das können wir ja kurz ändern. Deswegen habe ich das nämlich auch noch nicht fixiert hier. Eventuell müssen wir nämlich hier hoch mit der Straße und hier runter. Einfach damit wir nämlich nicht so eine Überschneidung haben. Okay, das will er trotzdem nicht. Das würde gehen. Das nicht.
Okay. Ja, hier kommen wir mit der Schiene nicht rechtzeitig hoch. Wobei Schienen hochlegen eigentlich sinnvoller wäre als Straßen, nicht wahr? Wir können ja mal gucken, ob wir hochkommen würden mit der Schiene oder nicht. Ich finde zum Beispiel schade, dass es keine Doppelgleis Brücken und sowas gibt. Theoretisch ja. Wir würden 9 Meter hochkommen. Man kann die hier halt so an parallel bauen, so ein bisschen, aber so richtig klappt das auch nicht. Ah, der Parallelmodus ist aus. Deswegen klappt das auch nicht. 9, genau, dann darüber. Dann würde ich das vielleicht eher machen. Und hier wäre ganz schwierig, dass es gerade wird. So, 9 Meter. Weil man kann halt nicht biegen vorher. Das ist so ein bisschen... bisschen das Problem. Das wird nicht gehen, weil hier keine Säule dann hin kann. Das sind auch irgendwie eher wie Achterbahnschienen. Ich mag die gar nicht so. Wir nehmen mal die andere Brücke. Fachwerkbrücke. Aber die kann nicht so hohe Abstände zwischen den Pfeilern. Die kann hier 140 km/h aber. Okay, vielleicht brauche ich erst den Übergang oder so. Aber man kann nur unten anfangen mit Brücken, nicht wahr? Ist auch so ein Thema. Und hier, man sieht, da hat das Spiel auch so ein bisschen Probleme. So richtig funktioniert das mit den Brücken nicht. Hier funktioniert ganz gut. Aber die ist halt nicht die hübscheste, finde ich. Eigentlich müsste man halt so eine Abrundung haben und das geht leider immer nicht. Winkel 3 Grad. Probieren wir mal. Und dann sieht man schon, das wird krumm und schief. Also 3 Grad ist viel. Wahrscheinlich wirklich 0 Grad. Und das geht auf der Seite nicht, weil zu steil. Okay, dann machen wir das auch lieber an die angleichen. Oh. Das sieht ja super aus. Okay. Halt so.
Manchmal hat er die hier nicht verbunden dann. Wenn das so aussah. Aber man sieht schon, die ist in sich krumm und schief, ne? Und Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Alkoholstandards führen wir ein. Jetzt müsste das hier ja sich auf jeden Fall verbessern, auch Alkoholkonsum. Und sobald die Filter fertig werden, dann auch mal die anderen Sachen. So, ich bestätige die trotzdem erstmal so. Ich meine, die werden eh nicht gebaut, weil das das Zugbauamt machen müsste und das haben wir nicht. Aber dann ist es doch viel besser. Dann kann ich die Straße hier auf jeden Fall erstmal bestätigen, so wie sie ist. Die ist nämlich wichtig. Und die Leute dürfen jetzt hier außen rumfahren. So lange. Es war ein weiter Weg. Oder halt durch die Stadt hier hinten rum. Können sie ja auch fahren. Da haben sie mehrere Optionen. Aber dann ist der Weg fertig. Und ja, hier wird es auch spannend. Ich glaube, hier kommen wir nicht rüber mit den Schienen. Weil das ist zu kurz. Aber hier dürfte auch nicht so viel Zugverkehr anfallen. Aber wir kommen halt nicht drüber. Mit einer kommen wir drüber, nicht mit der da. Ist das die da, die da, die da oder die da? Das ist schlecht. Erst hier komme ich rüber mit der. Der ist zu dicht dran, aber der ist doch noch dichter. Okay, wir können natürlich jetzt so machen. Und so. Und du gehst darüber und du darüber. Geht auch nicht. Das würde gehen, immerhin. Das geht wieder nicht. Das geht dafür dann. Kriegt die, glaube ich, nicht beide parallel hier hin. Das ist das Weiteste, wie er kann. Und dann kann er nicht. Ja, wir kommen nur an einer Stelle rüber. Oh, Manno. Das ist blöd. Ich brauche die beiden Schienen eigentlich gar nicht, aber
weil das ja nur nach außen führt. Ich muss hier hinten dann nur eine Verteilung vornehmen, damit die die Seite wechseln können, weil hier ist ja quasi deren Endstation. Winkel 10 Grad. So könnte man das machen. Und dann brauchen wir nur hier mit einer Schiene rübergehen. Feuer gelöscht. Oh, es hat gebrannt. Ah ja, die Kneipe. Sehr gut. Daneben ist ja das Ding. Alkoholkonsum fertig. Also die Medizinuni, die legt aber vor. Erste-Hilfe-Kampagne. Jetzt müsste aber hier die Gesundheit... Ja, steigt. Sehr gut. Und wir haben 17 ohne eigene Wohnung. Egal. Wir müssen erstmal eins nach dem anderen planen. Du kommst nach links rüber. Du fährst geradeaus. Und führst in die Stadt rein. Oh, ob es wirklich so wird, sehen wir, wenn das Licht angeht. Bis hierhin ist eigentlich okay, aber das gefällt mir hier nicht so. Da ist ein Bogen zu viel drin. Okay, erstmal raus gerade. Winkel 0 Grad und dann ran. Oh, hier müssten die sich eigentlich auch verzweigen. Aber theoretisch könnten wir sogar hier sagen, du fährst hier drunter lang oder so. Ah, das wird zu eng. Ja, das habe ich blöd gebaut hier vielleicht. Hätte ich vielleicht mehr Überlegungen im Vorfeld anstellen müssen, was ich wirklich hier erreichen möchte, nicht wahr? Das würde auch scheiße dann aussehen. Okay. Aber dann haben wir erstmal die Schiene bis hier geplant. Bei der weiß ich nicht, ob wir... Waren wir so dicht daran oder... Eigentlich schon. Aber dann eigentlich mit einer Brücke wieder hoch. Eigentlich, nicht wahr? Mhm. Und da weiß ich nicht, wo es hinführen soll. So, bei ihm ist klar, eine Schiene führt rüber. Irgendwann. Achso, da können wir nur hier mit der Brücke abgehen. Das Problem ist, bei einer Brücke kann man keine... kein Dings haben, keinen Schienentausch. Das ist ja... das ist blöd. Hinten tauschen die, aber hier müssten die nach links und rechts weggehen. Das heißt, die würden über dieselbe Schiene aber zurückkommen und könnten sich vorher nicht austauschen. Ich kann hier nicht sowas machen halt.
Das wäre genial, wenn das gehen würde. Auf einer Schiene ein Wechsel halt. Das heißt eigentlich, ja, das geht ja nicht. Eigentlich müsste ich am Boden eine Weiche haben, hier an der Stelle ein Stellwerk. Damit die zur Not im einen Schienenverkehr auf der Strecke, aber hier auf die andere Seite rüberkommen. Shit. Ist aber eigentlich so schön gebaut hier. Okay, wir nehmen mal die eine weg. So, bis hier. Und sagen dann, du gehst da ran. Andere Infrastruktur ist im Weg. Ja, hat er ja gut hinbekommen. Bis hierhin kriegt er es und dann nicht. Okay, ich nehme die auch nochmal weg. Wegen den Stützen wahrscheinlich. Komm hier nicht rüber. Wir hatten das vorher geklappt. So, dann könnte ich hier nämlich so eine Weiche reinzimmern. Oh, das sieht kacke aus. Warum der das so hart macht? Ich glaube, der Parallelmodus tut den Schienen gar nicht so gut. Forschung schon wieder abgeschlossen. Ich würde sagen, wir planen das in der nächsten Folge weiter und forschen noch ein bisschen.